doch, oder? Guck doch mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute ein kleines Spiel. Die Lorena, meine Schwester, sitzt hinter der Kamera. Genau. Und sie stellt uns Fragen, die wir dann abwechselnd beginnend beantworten. Also das sind so Schätzfragen übers Allgemeinwissen und ich bin da eigentlich... Hoffen wir mal, wissen wir noch nicht. Ich bin da eigentlich nicht so gut, also mal gucken. Ah ja, und was ist mit dem Verlierer nochmal? Genau, der Verlierer bekommt dann als Bestrafung einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf. Also wenn ich verliere, dann warmes, aber ansonsten... Was? Nein, also hoffen wir mal, dass der Luca verliert. Und... Los geht's. Also mal gespannt. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Ah. Ja, okay, du fängst jetzt diese Runde an. Okay, also unseres hat 24, dann sag ich 42. 42? Nee, ich sag, das hat nur 18. 12. Ja, hab ich auch gewonnen. Ach toll, ja, okay, dann steht es 1-0 für dich. Okay. Shit. Das war auch eine gute Frage. Hätte ich das gewusst. Der Urwald wird immer mehr abgeholzt. Alle wie viele Sekunden verschwindet ein ganzes Fußballfeld? Sag. Okay. Jede... Nee, ich fange an. Also. Ich sag, der Urwald ist sehr. Was ist der Urwald? Mhm. Also praktisch der Regenwald. Okay, mein Tipp ist alle 4 Sekunden. Ja, ich sag alle 2 Sekunden. Andrea hat 3. Dafür soll es eigentlich Doppelpunkte geben, wenn man genau richtig hat. Ja, ich habe halt ein bisschen besser an unsere Menschheit gedacht, ne? Du bist immer so negativ eingestellt hier. Stimmt doch gar nicht. Naja, okay, 1-1. Der Mount Everest ist mit 8848 Metern der höchste Berg der Welt. Wie viele Menschen mussten beim Versuch seiner Besteigung ihr Leben lassen? Bis zum heutigen Tag. Okay. Ja, also, ich sag 18. 18? Mhm. Nee, ich sage es mal 25. Fast 300 Menschen. Ja, gut. Ja, toll. War mal weit daneben, ne? Aber ich war immer noch besser. 300, boah. Das ist viel. Also die sind nicht mehr zurückgekehrt, ob sie gestorben sind. Vermutlich, ne? Das teuerste Buch der Welt wurde für wie viel US-Dollar versteigert? Das teuerste Buch der Welt, das war bestimmt so eine antike Bibel. Ehrlich, ich hätte gedacht, Harry Potter. Nein, das ist nicht das teuerste Buch der Welt. Doch, kann das da wurde irgendwann eins mal richtig teuer versteigert. Nee. Ich sag 2 von mal. Ach nee. Du. Ja, ich sag 2,5 Millionen. Ich sag 4 Millionen US-Dollar. Ich sag 2,4 Milliarden. 30,8 Millionen US-Dollar. Ja, bin ich ja näher dran. Blöd. Das war eine Sammlung von Notizen und Skizzen von Leonardo da Vinci. Ja, okay. Wow. Aber auf jeden Fall nicht Harry Potter, ne? Bist du denn Harry Potter? Das haben wir irgendwo gelesen. Ja. Okay, ja, 3-1. Aus wie vielen Inseln bestehen die Malediven? Puh, ich weiß es. Du weißt es? Ja. 28. Nee, 252. 1196. Hey, was? Aber das ist so krass, das kann doch nicht sein. Ja, gut. Habe ich halt auch nicht gewusst, ne? Aber 1894 ist ja auch voll viel. Ja. Boah. Wie viele Kinder sterben weltweit täglich infolge unserer unsauberen Trinkwasser? Ja, das ist natürlich schwer, ne? Weiß ich nicht. Heißt auch immer, pro Sekunde stirbt eins, dachte ich. Aber dann haben wir aber vielleicht nicht an unserem Trinkwasser. Ja, genau. Ja, dann kannst ja, aber gut, pro Sekunde 1, dann sage ich mal 5000 Kinder am Tag. Echt? Oh, ja, ich sag 3000. 6000. Ja, oha, war ich ja richtig nah dran. Boah. Schon viel, ne? Ist heftig. Aber das, was blöd ist, was du voll gut bist. Ja, steht Spiel. Schon 5-1. Wie viele Fragen gibt's? Noch ein paar. Gibt schon noch welche. Okay, also hast du noch die Chance. Ja. Wie viele Jahre würde es dauern, die Distanz zwischen der Erde und der Sonne zu Fuß zurückzulegen? Boah. Zwischen der Erde und Sonne. Aber es sind voll gute Fragen. Ja. Ja? Schätz mal. Normales Tempo. Normales Tempo. Sagen wir 5000 Jahre. Nee, das reicht nicht. Also das Licht braucht 8 Minuten. Und Licht bewegt sich, glaube ich, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, toll, ich hatte halt keinen Physik vierstimmig. Tja. Dann rechne mal. Ja gut, 300.000 Kilometer pro Sekunde.
Ja, dann sage ich mal 5 Millionen Jahre. 3425 Jahre. Hahaha, ich war näher. Haben mein ganzes Wissen auch nicht gebracht. Ne? Also, was hast du nochmal gesagt? So 5000 Jahre, glaube ich, habe ich gesagt. Ja gut, ich habe auch ein bisschen übertrieben, ne? Ja. Ist halt bloß die Sonne. Pech. Wie schwer kann eine Schönwetterwolke werden? Wie schwer? Eine Schönwetterwolke. Ja, aber was heißt eine schön... So eine große Wolke? Es fangen ja verschiedene Arten von Wolken. Ja, ja, so Schleierwolken. Eine Schönwetterwolke. Okay. Wie schauen die denn aus? Sind es diese? Beantwort ja, einfach. Ja, die wiegt... Die kann bis zu 2 Tonnen werden. Ja, ich sag, die wiegt nichts. Wie nichts. Ja, wenn noch schönes Wetter ist, gibt es auch keine Wolken. Ja, aber es gibt ja die heiße. Ach so, die heiße Schönwetterwolke. Okay, dann gibt's nicht. Das ist ja trotzdem, eine Wolke ist ja auch ein bisschen Wasser drin. Ich dachte, das war eine Scherzfrage. Das ist doch keine Scherzfrage, das ist eine Schätzfrage. okay, gut. Puh, ja, dann sag ich 4 Tonnen. Eine Tonne. Ja, shit. Ich habe erst überlegt, ob ich weniger sage. 6-2. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Guck ich nicht so an. Also es sind auch Gänse und so dazu. Ja, das auch. Ja. 700. 700? Arten. Also was ist denn eine Art? Störche, Gänse, was? Störche? Vögel. Störche dann dazu. Das ist ja keine Ente. Das ist doch keine Ente, das ist ein Storch. Ja, okay, aber 700 ist zu viel, oder wie? Lorin, hast du nicht erklärt? Na, du hast jetzt 700 gesagt, ne? Ja, Arten. Ja, nee, das ist ja unverschämt. Das ist ja unfair gegenüber. Ja, ich weiß halt trotzdem auch nichts, was mit der Information anfangen soll. Du sagst ja weniger. Nee, ich sag mehr. 1400 Arten. Das sind 150. Ja, okay. Also 6-3, ich hol auf. Also naja. Die Frage könnte man jetzt vielleicht wissen. Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Ja. Weißt du die? Hm? Du musst anfangen. Ja, 281. Also, was kriegt die Bitte? Ja, ich hab das mal studiert. 350. 194. Ja. Shit. 194, ach so, ja. Ich hab jedes Jahr gedoppelt halt gerechnet. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? 70. 70? Mhm. Nee, das reicht nicht. Das also, ist ja schon egal. Es gibt 194 Länder. Was heißt denn Sprachen? Zählt dazu auch ein Dialekt? Nein. Nee. Okay. Ja, aber viele sprechen Englisch, Französisch. Ja. Deutsch. Ja, das ist ja nicht nur ihre wurscht. Heimatsprache. Ja. Ja, dann sage ich halt trotzdem, es gibt 200 Sprachen auf der Welt. 6500. Ja. Das ist ja krank. Ziemlich. Ja, jetzt kann ich ja fast nicht mehr gewinnen. 7-3. Nein, das war ja von Anfang an klar, dass du nicht mehr gewinnen kannst. Wie groß ist Kamtschatka? Kamtschatka. Das kennen wir vom Risikospiel. Ja. Ne? Wie groß? In Quadratkilometer. Ja. Boah. Puh. Wer muss anfangen? Oh, ich muss anfangen. Ja, hast wieder einen guten Richtwert, ne? Ich sag mal 2 Millionen Quadratkilometer. Ja, okay, ich sag 15 Millionen. Also, ich habe gefunden 170.000 Quadratkilometer. Ja, ist halt Mini, ne? Habe ich halt gewonnen. 8-3. Ja. Wie viel hast du noch eine Frage? Eine Frage. Hier. Okay, über den Eimer die Bonusfrage. Es steht 8-3, so die Bonusfrage zählt vierfach, okay? Wie lange dauert das längste YouTube-Video? Ich darf anfangen? Ja, deins ist auf jeden Fall ich nicht. Ich sag 3 Tage und vielleicht eine Woche. Nein, was nee, ja, aber muss ich in Stunden sagen? Nee, in Tagen. Ach so, ja, okay, ja, dann sag ich 7 Tage. 7 Tage reicht nicht. Ich sag 30 Tage. 23 Tage. Ja. Boah, wie krank. Ja gut, dann hast du gewonnen. Nein, so ein Scheiß. So, Champion. Also, jetzt zeigen wir euch dann gleich noch, wie die Andrea ein Kübel Wasser über den Kopf bekommt. Ja? So, vielen Dank an die Lorena. Wenn ihr findet, dass ihr es gut gemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht macht sie dann öfters mal mit. Ja, du sagst, okay, bevor. Ja? Du sagst, bevor du schüttest. Ja, ich sag, bevor du schüttest. Oh, Gott.
Das hat dir jetzt gefallen, gell? Ja. Boah. Also nochmal danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, und auf jeden Fall. Schreibt es uns in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten genau. Video. Ciao. Tschüss.